1451, Sie fahren zur Ringstraße 13 im 4. bei Müller. Ein Herzatemstillstand, der Notarzt kommt auf. Wie haben Sie das jetzt festgestellt? Ja, weil wir liegen immer beieinander. Dann fahren wir jetzt. Ach so. Holst du so rein, dann. Das hat sich gleich gedreht. Ja, was ist los? Dann haben wir gerade wohl nichts mehr. Wie alt ist der? 28? Ja. 29? Ja, hier stand 30. Ja, das ist der Welt. Ja, das war nicht schlecht. Gib's mal her, was habt ihr? Das hat jetzt die Tabellen, das waren jetzt. Ja, okay. Sind Sie der Ehemann? Ja. Hallo? Super, hat schon. Das ist 28 Jahre Herzstillstand, Atemstillstand. Wir werden bekannten Herzklappenfehler. Wir früher wissen, meine, jetzt denken Sie selber, was wir machen. Ach, keine Ahnung, die sind leid gleich. Aber wir haben es angefangen. Ja, ein bisschen was hat schon. Okay, aber wir haben noch nicht gespritzt, dass er zum Zugang ist. Man kann das wirklich. Kennst du noch mal auf dem Seitenreihe jetzt, aber. Was ist das da? Wir müssen echt nicht. Mann ist dabei, ja, wenn du was verstehst. Dann habe ich schnell gedreht und dann natürlich nicht aufs Telefon und doch das nicht gedreht. Wir haben, in dieser Beziehung haben wir auch ein paar Freunde verloren. Und mit sowas kann man ja nicht zusammen sein. Ne? Das ist ja nicht richtig, was du da machst. Ne? Ich sage, ich mache was für die Wissenschaft. Ich sage immer für mich selber, du arbeitest für die Wissenschaft. Du arbeitest nur rein für die Wissenschaft. Die Masse der Sektion ist in Deutschland eigentlich relativ gering, weil die Bevölkerung den Sektionen nicht positiv gegenübersteht und immer noch so ein wenig diese Ansicht des Leichenfledderns oder der Leichenverstümmelung damit als Unterton mitspielt. Die Sektion einer Leiche ist einfach deswegen notwendig, um für das, was man in der Klinik tut, eine Kontrolle zu haben. Um zum Beispiel Fehlentscheidungen
oder Fehltherapien herauszukriegen und dann für die nächsten Patienten entsprechend diese Therapie ändern zu können. Von den Organen entnehmen wir immer kleinere Organanteile und legen die in Formalin ein, damit die durchfixieren. Die werden dann zugeschnitten in kleinen Blöckchen und in diese Einbettschalen eingebettet und im Sektionslabor vorne weiterverarbeitet. Es werden dann Schnitte von diesen Präparaten angefärbt und spezifische Färbung je nach Fragestellung. Nur man kann sagen, dass man 80% der Diagnosen sicherlich an einer Routine-Hämatoxylin-Eosin-Färbung machen kann. Diese Schnitte beobachten wir dann histologisch unter dem Mikroskop, lichtmikroskopisch vor allen Dingen. Und in diesem Fall handelt es sich um einen Gutachtenfall, wo es um Asbestose geht. Asbest sind kleine kristalline Körperchen, die sich insbesondere bei Menschen festlegen, die zum Beispiel sehr viel als Automechaniker mit Bremsen zu tun haben, so wie es in diesem Fall ist. Zum anderen ist es sicherlich auch wichtig, dass man erkennt, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und wirklich dazugehört. Und dass der Tod irgendwo eine Endstrecke ist und einfach etwas, was außerhalb des Lebens steht, das stimmt nicht. Es gehört zum Leben dazu und dementsprechend soll man damit umgehen. Was wir hier sehen, sind einmal die beiden Großhirnhemisphären. Das sind die frontalen Pole, hinten die okzipitalen Pole und hier das Kleinhirn mit Anteilen des Hirnstammes. Der erste Schnitt erfolgt so, dass man die Corpora mammillaria, die man hier vorne beide sieht, trifft, weil man in den Corpora mammillaria spezifische Veränderungen bei Grunderkrankungen wie Alkoholabusus finden kann. Dann wird das Großhirn scheibenweise geschnitten. Pathologische Veränderungen erkennen sich jetzt hier nicht, insbesondere keine frischen Einblutungen oder Infarkte. In der Pathologie ist das Sehen eigentlich das Wichtigste. Das Sehen und auch das Erkennen, also nicht nur hingucken, sondern auch das zu interpretieren, was man sieht und was man sonst in der Klinik häufig eben halt nicht hat, weil man in den Patienten nicht reingucken kann. Das hat man hier in der Pathologie, das kann man hier lernen und deshalb mache ich Pathologie. Das, was man hier sieht und was nach dem Tode kommt, das kann man eh nicht erfassen. Außerdem hat das bewirkt, dass man mehr das Leben genießt. Weil schlimm ist es eigentlich immer nur für die Zurückgebliebenen und nicht für denjenigen, der stirbt.